Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr AFK leveln könnt. So, kurze Info vorab Leute, wenn ihr kein PC-Spieler seid und keine Razer-Tastatur habt, dann beendet einfach das Video, weil dieses Video wird euch ansonsten nichts bringen. So, aber falls ihr eine Razer-Tastatur habt, dann ladet euch die Synapse-App runter. Dann könnt ihr nämlich in dieser Software Makros einstellen. So, dafür klicken wir hier auf Makros. Dann könnt ihr hier auf dieses Symbol klicken und ein Makro hinzufügen. Nehmt dafür dieses Makro, was ich in die Videobeschreibung gepackt habe. Wenn ihr das gemacht habt, klickt ihr hier drauf, dann seht ihr hier schon die Tastenzuweisungen. Und ihr könnt hier oben rechts ein Hotkey auswählen. Ich klicke dafür auf Tastatur und nehme die Hashtag-Taste. Einfach mit der Maus drüber draufklicken. Und ganz wichtig Leute, links hier bei Wiedergabeoption müsst ihr die kontinuierliche Wiedergabe auswählen. So, das heißt, immer wenn wir die Hashtag-Taste drücken, fängt das Makro an, sich abzuspielen und hört wieder auf, wenn ihr wieder die Hashtag-Taste drückt. Kommen wir nun zu der Tastenkombination, Leute. Ich habe es so gemacht, dass auch die Feldaufrüstung aktiviert wird. Nehmt für diesen Fall den Feuerring mit, weil das ist der beste, um die Runden zu pushen. Wechselt dann nun in eure Einstellung in COD auf die Tastenbelegung. So Leute, hier müsst ihr eine Sache ändern und zwar müsst ihr die Interagieren-Taste auf E stellen, weil im Makro ist es auf E eingestellt. Nun Leute, kauft euch Juggernaut und Schnellwiederbelebung. Schnellwiederbelebung könnt ihr euch kaufen, indem ihr hier im Tunnel das andere Ende aufkauft, dann könnt ihr zum Perk gehen. So, nun stellt euch in den C4 Glitch, duckt euch, geht hier an die Wand und drückt dann euren Hotkey. In meinem Fall war es ja die Hashtag-Taste und ihr seht Leute, das C4 wird automatisch in einem gewissen Tempo geworfen und gezündet, sodass ihr nicht sterben könnt. Und falls euer Feuerring auch aufgeladen ist, wird ihr den Feuerring immer wieder aktivieren, sodass die Zombies viel schneller durch euren C4 sterben. So, das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten, ciao und bis zum nächsten Video.